Urheberrecht LAT Fernando Alonso bestätigt, 2018 letzte Formel-1-Saison, der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso beendet seine Formel-1-Karriere mit Ablauf der Saison 2018, um sich für 2019 neu zu orientieren. Die Katze ist aus dem Sack. Für Fernando Alonso wird die laufende Saison 2018 die letzte in der Formel 1 sein. Wohin der Spanier zur Saison 2019 wechseln wird, ist noch nicht offiziell bestätigt, aber alle Anzeichen deuten auf die IndyCar-Serie. Für McLaren wird Alonso in den USA allerdings nicht fahren, da er sich in seiner Stellungnahme schon vom Team verabschiedet. Nach 17 wunderbaren Jahren in diesem wunderbaren Sport ist es für mich an der Zeit, eine Veränderung vorzunehmen und weiterzugehen. Ich habe jede einzelne Minute dieser unglaublichen Jahre genossen und kann den Leuten, die dabei mitgeholfen haben, sie so besonders zu machen, nicht genug danken. So Alonso, es sind in dieser Saison noch mehrere Rennen zu fahren und ich werde diese mit noch mehr Hingabe und Leidenschaft angehen als je zuvor. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Es liegen neue, spannende Herausforderungen vor mir. Ich habe mit die beste Zeit meines Lebens momentan, aber ich muss zu neuen Abenteuern aufbrechen, so Alonso, um anzufügen, ich möchte allen bei McLaren danken. Mein Herz wird immer diesem Team gehören, ich weiß, dass sie, McLaren, ANM, dreht in Zukunft besser und stärker zurückkehren werden. Das könnte für mich der richtige Zeitpunkt sein, in die Formel 1 zurückzukehren. Es würde mich sehr glücklich machen. Ich habe Beziehungen zu so vielen fantastischen Menschen bei McLaren aufgebaut und sie haben mir die Gelegenheit gegeben, meinen Horizont zu erweitern und in anderen Kategorien zu fahren. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein kompletterer Fahrer als je zuvor bin, sagt der zweimalige Formel 1 Weltmeister. Ich habe diese Entscheidung vor einigen Monaten getroffen. Es war ein fester Entschluss. Nichtsdestotrotz möchte ich Chase Carey und Liberty Media und jedem, der mich während dieser Zeit kontaktiert hat, von ganzem Herzen dafür danken, dass sie alles gegeben haben, mich noch umzustimmen. Schlussendlich möchte ich auch meinen früheren Team, Teamkollegen, Mitbewerbern, Kollegen, Partnern, Journalisten und allen danken, mit denen ich während meiner Formel 1-Karriere zusammengearbeitet habe. Und ganz besonders meinen Fans rund um die Welt. Ich bin mir sehr sicher, dass sich unsere Wege in Zukunft wieder kreuzen werden, so Alonso. McLaren-Boss Zak Brown ergänzt, Fernando ist nicht nur ein herausragender Botschafter für McLaren, sondern auch für die Formel 1. In seinen 17 Jahren in diesem Sport war er wohl der herausragende Fahrer seiner Zeit. Zweifellos ist er einer der Größten der Formel 1 und hat ihrer illustren Geschichte ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Für jeden kommt die Zeit, eine Veränderung vorzunehmen, und Fernando hat sich dazu entschieden, dass das Ende dieser Saison auch sein Ende in der Formel 1, ANM, dreht sein wird. Wir respektieren diese Entscheidung, obschon wir glauben, dass er in der besten Form seiner Karriere ist. Durch unsere offenen Gespräche mit Fernando konnten wir diese Möglichkeit lange im Voraus planen, so Brown. Auch während er über die letzten Monate hinweg seine Zukunft geplant hat, war Fernandos Konkurrenzfähigkeit nie beeinträchtigt. Er hat weiterhin Leistungen auf allerhöchstem Niveau abgeliefert. Und wir wissen, dass er genau das in den verbleibenden 9 Rennen dieser Saison tun wird. Das gesamte Team steht hinter mir, wenn wir Fernandos enormen Beitrag für McLaren würdigen wollen. Er ist eine Legende, sowohl für die Formel 1 als auch für unser Team. Fernando ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte mit einer Reihe legendärer McLaren-Fahrer. Punkt. Im Namen von Scheich Mohammed bin Essa Al-Sholifa, Mansour, Otte und der gesamten Führungsriege wünschen wir Fernando alle erdenklichen Erfolge für die Zukunft, sagt Brown.